Hailey Bieber hat deutlich gemacht, dass sie nicht bereit für Kinder ist. Aber Justin versucht vielleicht, sie zu manipulieren, damit sie sich hingibt. Achte einfach auf alle roten Signale in diesem Interview mit Justin, als er gefragt wird, warum Hailey noch keine Kinder will. Hast du mitbekommen, wie oft Justin oder ich glaube gesagt hat? Wenn jemand zu 100% die Entscheidung seiner Frau respektiert, keine Kinder zu haben, nimmt man an, dass er eine zuversichtlichere Antwort geben würde. Stattdessen scheint Justin kaum zu wissen, was Hailey wirklich will. Dieser Beitrag hat einige Menschen ein wenig beunruhigt. Ich liebe Dates mit dir, Baby. Eines Tages werde ich Vater-Tochter-Dates machen. Ich will nichts andeuten. Ich habe es nicht eilig. Auch wenn er sagte, nicht eilig, befürchten die Fans, dass Justin ein bisschen manipulativ war. Denn warum sollte man immer wieder betonen, dass man Babys haben möchte? Hailey erzählte freimütig von ihrer Angst vor dem starken Druck, den die Gesellschaft auf junge Frauen ausübt, Kinder zu bekommen. Es gibt diese Sache, die bei Frauen passiert, wenn sie heiraten. Jeder nimmt immer an, dass es so ist. Erst kommt die Liebe, dann kommt die Ehe, dann kommt das Baby. Traurigerweise scheint der meiste Druck von Justin auszugehen. Vor allem, wenn er ständig Fotos wie diese postet. Oder diese, die eindeutig so aussehen, als ob Hailey schwanger wäre. Ob Justin das nun absichtlich oder unbewusst tut, es setzt Hailey trotzdem unter Druck. Und nicht nur von Justin, sondern auch von eifrigen Fans, die immer wieder Kommentare wie diese schreiben. Hailey Bieber, wann bekommst du ein Baby? Ich kann es kaum erwarten, Justin Biebers erstes Kind mit Hailey Bieber zu sehen. Ich warte darauf, dass es tatsächlich passiert. Noch unberuhigender ist, was einige dem Paar nahestehende Quellen sagen. Er möchte Hailey nicht so sehr unter Druck setzen, weil das nach hinten losgehen könnte. Aber auf der anderen Seite, nach der gleichen Quelle, möchte er wissen, wann sie glaubt, dass sie bereit sein wird, denn seine Geduld ist erschöpft. Aber eigentlich sollte die wichtigste Frage lauten, ist Justin Bieber tatsächlich bereit, Vater zu werden? Durch die Analyse seiner Körpersprache und seines Verhaltens in Interviews finden wir versteckte Hinweise, dass Justin Angst vor einer Verpflichtung hat. Achte hier besonders auf den linken Mundwinkel. Justin zieht die Mundwinkel hoch, jedes Mal, wenn er sagt, Experten zeigen, dass dieser emotionale Marker ein eindeutiges Indiz dafür ist, dass das Thema Bindung Justin sehr nervös macht. Aber wir sollten nicht nur auf seine Mimik allein achten. Auch seine Worte sind extrem wichtig. Dies zeigt uns, dass Justin sich nicht bereit fühlte zu heiraten. Stattdessen fühlte er sich gezwungen, als ob es das Richtige wäre. Justins Worte in diesem Clip schreien nach Unsicherheit und beweisen, dass er nicht bereit für die Bindung war. Und ja, weder Justin noch Hailey waren bereit für die Ehe. It was a very scary thing and it took every ounce of my faith in Jesus to step forward in that. So I think who I was then was somebody who didn't, you know, understand the sacrifices it took to commit your life to someone. Offensichtlich fühlte sich Justin unter Druck gesetzt zu heiraten. Kann es sein, dass er den gleichen Druck verspürt, Kinder zu bekommen? Zumindest respektiert Justin Haleys Entscheidung bis zu einem gewissen Grad, auch wenn er immer ungeduldiger wird. Und wenn ihr auch unbedingt Bieber-Babys herumlaufen sehen wollt, verzweifelt nicht. Es ist ja nicht so, dass Hailey nie wieder Kinder haben will. Ich glaube, ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich sofort Kinder haben möchte. Und zwar super, super jung. Dann bin ich 25 geworden und ich denke, ich bin immer noch super, super jung. Hailey hat noch ihre ganze Karriere vor sich und im Moment will sie sich darauf konzentrieren.
kann ihr jemand verübeln, dass sie ihren Träumen und Leidenschaften folgt? Allerdings gibt es einige schlechte Nachrichten für Fans. Wenn Hailey schwanger wird, könnten die Bieber-Fans die Letzten sein, die es erfahren. Wegen des Drucks durch die Medien und die Gesellschaft sagte Hailey in einem ihrer letzten Interviews, dass von nun an ihre Familie und ihre Babypläne für jeden tabu sind. Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht mehr lohnt, wenn ich versuche, ein offenes Gespräch mit jemandem wie dir zu führen und es dann aus dem Kontext gerissen wird. Die Medien waren schon immer ein ekelhaftes Ding. Und wenn du einen Beweis dafür willst, wie überwältigend dieser Druck sein kann, sagte Haileys letzte Antwort auf Medienklatsch alles. Nach ihrem Auftritt auf dem roten Teppich der Academy Awards verbreiteten sich Gerüchte wie ein Lauffeuer, dass sie schwanger sei. Aber dies war ihre fast herzzerreißende Antwort auf die Schlagzeilen. Fans sind überzeugt, dass Hailey Bieber schwanger ist. Ich bin nicht schwanger. Lasst mich in Ruhe. In einer Kultur, die darauf versessen ist, das Leben von Prominenten unter die Lupe zu nehmen, vergessen wir oft zu leicht, dass sie auch nur Menschen sind. At the end of the day too, we all go through the same things. We all go through the same feelings and same emotions and same struggles in different ways. But we're all human. And that's what we all have in common at the end of the day. Yeah. Denkst du, dass Justin Hailey heimlich manipuliert und sie unter Druck setzt, so schnell wie möglich Kinder zu bekommen? Oder teilt er nur unschuldig seinen Wunsch, Vater zu werden, mit? Lass uns wissen, was du denkst, und bleib dran für weitere Promi-Neuigkeiten.